Herzlich willkommen beim Positive Affirmationen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie oft kommt es vor, dass jemand zu weit geht? Dass die Person uns zu nahe kommt, zu persönliche Fragen stellt, uns übergeht oder nicht respektiert? Viele Menschen merken nicht einmal, dass sie gerade eine Grenze überschritten haben und wie wir uns dabei fühlen. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere persönlichen Grenzen kennen und für sie einstehen. Das Setzen und auch Aufrechterhalten von Grenzen ist ein entscheidender Schritt, um unsere Selbstachtung zu stärken. Denn nur wenn unsere Grenzen auch respektiert werden, können wir gesunde Beziehungen zu anderen pflegen. Dafür ist es wichtig, dass du erkennst, was für dich in diesem Moment akzeptabel ist. Ein wichtiger Schritt beim Setzen von Grenzen ist Selbstreflexion. Was sind deine Kernwerte? Was brauchst du in deinem Leben, um dich sicher und respektiert zu fühlen? Wenn dein Gegenüber nicht bemerkt, dass er zu weit geht, dann kannst du dies klar und selbstbewusst kommunizieren. Du darfst deine Grenzen deutlich und ohne Entschuldigung kommunizieren. Es ist wichtig für dich, deine Bedürfnisse zu äußern und gleichzeitig respektvoll zu bleiben. Wenn du dir jetzt denkst, gar nicht so einfach, dann lies dir jetzt den Beitrag zu dieser Podcast-Folge durch. Ich habe für dich 6 einfache Schritte zusammengefasst, wie du deine eigenen Grenzen setzen und auch verteidigen kannst. Der Artikel wird dir helfen, deine Selbstachtung zu stärken. Du findest den ganzen Text im Blog auf highenergymind.com. Die Affirmationen in dieser Podcast-Folge werden dir den Mut geben, für deine persönlichen Grenzen einzustehen. Sie stärken dein Selbstbewusstsein und helfen dir, dich in jeder Beziehung behaupten zu können. Wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere jetzt den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und jetzt öffne dein Herz und deinen Geist und lass uns anfangen. Ich respektiere und ehre meine Grenzen von ganzem Herzen. Meine Bedürfnisse sind wertvoll und verdienen Anerkennung. Ich schätze mich selbst, indem ich meine Grenzen respektiere. Ich habe das Recht, meine persönlichen Grenzen zu setzen und zu verteidigen. Ich achte auf meine Grenzen und respektiere sie täglich. Ich setze mich mutig für meine Bedürfnisse ein. Andere respektieren meine Grenzen, weil ich sie respektiere. Für mich einzustehen erfüllt mich mit Stolz und Integrität. Meine persönlichen Grenzen verdienen Respekt und Beachtung. Ich schätze und respektiere die Grenzen, die ich gesetzt habe. Ich werde jeden Tag besser darin, für mich einzustehen. Ich respektiere und ehre meine Grenzen von ganzem Herzen. Meine Bedürfnisse sind wertvoll und verdienen Anerkennung. Ich schätze mich selbst, indem ich meine Grenzen respektiere. Ich habe das Recht, meine persönlichen Grenzen zu setzen
und zu verteidigen. Ich achte auf meine Grenzen und respektiere sie täglich. Ich setze mich mutig für meine Bedürfnisse ein. Andere respektieren meine Grenzen, weil ich sie respektiere. Für mich einzustehen erfüllt mich mit Stolz und Integrität. Meine persönlichen Grenzen verdienen Respekt und Beachtung. Ich schätze und respektiere die Grenzen, die ich gesetzt habe. Ich werde jeden Tag besser darin, für mich einzustehen. Ich respektiere und ehre meine Grenzen von ganzem Herzen. Meine Bedürfnisse sind wertvoll und verdienen Anerkennung. Ich schätze mich selbst, indem ich meine Grenzen respektiere. Ich habe das Recht, meine persönlichen Grenzen zu setzen und zu verteidigen. Ich achte auf meine Grenzen und respektiere sie täglich. Ich setze mich mutig für meine Bedürfnisse ein. Andere respektieren meine Grenzen, weil ich sie respektiere. Für mich einzustehen erfüllt mich mit Stolz und Integrität. Meine persönlichen Grenzen verdienen Respekt und Beachtung. Ich schätze und respektiere die Grenzen, die ich gesetzt habe. Ich werde jeden Tag besser darin, für mich einzustehen. Ich respektiere und ehre meine Grenzen von ganzem Herzen. Meine Bedürfnisse sind wertvoll und verdienen Anerkennung. Ich schätze mich selbst, indem ich meine Grenzen respektiere. Ich habe das Recht, meine persönlichen Grenzen zu setzen und zu verteidigen. Ich achte auf meine Grenzen und respektiere sie täglich. Ich setze mich mutig für meine Bedürfnisse ein. Andere respektieren meine Grenzen, weil ich sie respektiere. Für mich einzustehen erfüllt mich mit Stolz und Integrität. Meine persönlichen Grenzen verdienen Respekt und Beachtung. Ich schätze und respektiere die Grenzen, die ich gesetzt habe. Ich werde jeden Tag besser darin, für mich einzustehen.